Willkommen bei einem neuen Let's Play bzw. einem neuen Angespielt hier auf meinem Kanal. Und zwar geht es um The Seeker, ein Spiel, was am 2. Dezember im Early Access erschienen ist und wieder ein typisches Survival Game ist. Gemacht ist das Game mit der Unity Software und ja, Flugzeugabsturz altbekannt, aber es scheint gegen so eine Art Vampire zu gehen. Und ich würde sagen, wir gehen direkt ins Game rein. Ich möchte mir das gerne mal hier in Ruhe mit euch anschauen. Auf geht's. 2 Tage sind es seit dem Flugzeugabsturz vergangen. Das Spiel ist in Deutsch, das ist schon mal gut. Ich habe es geschafft, meine Wunden zu heilen, aber es scheint, dass sonst niemand überlebt hat. Ich muss fliehen und mich verstecken. Es gibt irgendwelche unbekannten Kreaturen. Ich kann sie besonders nachts herumlaufen hören. Ich nenne sie Sucher. Ich habe viel Gepäck auf der Absturzzelle gesehen. Vielleicht kann ich dort einige Ergänzungen finden. Ich erinnere mich, eine Art Militärfracht gesehen zu haben, die in diesem Flugzeug zurück auf den Flughafen ging. Vielleicht gibt es dort einen Militärcontainer mit Waffen und Munition. Sie sind schreckliche Kreaturen. Ich glaube, die Menschen, die hier an diesem abgelegenen Ort lebten, wurden von ihnen getötet und gefressen. Sie scheinen nachts leicht Licht zu erkennen. Daher war ich nicht in der Lage, ein Lagerfeuer zu machen oder ein SOS-Signal mit Feuer zu erzeugen, weil ich Angst hatte, von ihnen gejagt zu werden. Und wir starten wie immer an derselben Stelle. Kann ich die Stöcke hier nehmen? Nee, die kannst du nicht nehmen. Kannst du Wasser trinken? Dann steht da auch trinken. Kannst es nicht abbrechen? Okay, wir könnten das nicht abbrechen. Jetzt kommen auch mal ein paar Geräusche. Was war hier mit E? Da war doch irgendwas E. Ach, das war wieder trinken. Hier liegt Papier oder Metall, können wir aber nicht nehmen. Ja, dann würde ich sagen, ich gehe mal zum Flieger und sammle da ein. Das lag aber letztens nicht hier. Was ist das denn hier? Legen die immer unterschiedlich rum? So, nehmen wir mit. Steine natürlich. Ah doch, Metall können wir nehmen. Gut. Also wie gesagt, das Spiel ist im Early Access. Erwartet nicht zu viel am Anfang. Man weiß nicht, ob es gut wird oder schlecht oder wie auch immer. Aber was wir machen können, ist natürlich, wir können uns das Ganze in Ruhe anschauen und es dann mit der Zeit ein bisschen verfolgen und dann einfach mal sehen, wie es denn überhaupt später wird. So, Metall nehmen wir mit. Koffer. Also erste Aufgabe war auf jeden Fall hier zu den Koffern gehen. Hier gibt es diverses Material, hat er gesagt. Das können wir stacken. Metallfragment. Oh, hier ist eine Axt. Die liegt ja einfach so rum. Mit I komme ich ins Inventar und hier haben wir das Crafting-Menü. Okay, sehr schön. Im Inventar das werden wir bestimmt meine Möglichkeiten sein. Also geht nicht in den Flieger rein. Das ist ein Bug. So. Taschenlampe, da ist sogar noch ein bisschen Saft drauf. Aber wir haben ja gelesen, diese komischen Viecher reagieren auf Licht. Das mit dem Licht ist ein Problem. 2 Taschenlampen, ne, die können wir nicht übereinander. Da sollten wir ein bisschen vorsichtig sein. Oh, man sollte nicht immer wild auf die Tasten drücken, Herr Krausi. Ach, guck mal, das ist der Militär Koffer. Da ist zumindest ein Messer drin. Das legen wir mal auf die 2. Bisschen Munition. Noch geht's uns gut. Ja, Anfang ist natürlich immer so ein bisschen träge. Wir gehen... Ich habe schon wieder auf die falsche Taste gedrückt. Es tut mir leid. Ich will immer mit Escape raus. Das ist aber falsch. Wir schauen uns gleich mal das Crafting-Menü an. Das würde mich interessieren.
Haben wir M-Map? Nee, wir haben keine Map. So heißt für mich jetzt erstmal, wir waren da, wir waren hier auf der anderen Seite noch nicht, ne? Okay, da kommen wir schlecht drüber. Aber hier liegen ja noch Koffer. Die looten wir jetzt. Danach gucken wir uns wirklich das Crafting-Menü mal in Ruhe an. Schauen mal, was wir da bekommen. So, wie komme ich jetzt zurück? Mit E. Okay. Also mit E geht's auch zurück. Eine Flasche Wasser ist immer gut. Verbandszeug werden wir bestimmt auch gebrauchen. Ich habe das Gefühl, wir werden es nicht zu knapp gebrauchen. Metall, wieder ein Koffer. Und ein bisschen was zu trinken noch und elektronische Bauteile. Wer weiß, wofür wir die ganz am Anfang brauchen. Wir werden auf jeden Fall versuchen, uns eine Basis zu machen, dass wir da mal so ein bisschen was haben. So, haben wir jetzt hier alles, was so. Ja, eigentlich schon, ne? Eigentlich schon. Mit der Axt. Was können wir mit der Axt hauen? Können wir den hier? Ja, er hakt ein bisschen. Ja, oh, ein Schlag und er ist hin. Pflanzenfasern. Ah, hier sind Stöcke. Also verschwindet zum Glück relativ schnell, damit wir auch hier das erkennen. Das Greifen ist nicht so einfach gerade. Schon mal Pflanzenfaser. Wie ist das Crafting-Menü aufgebaut? Crafting. Also alles in einem Bild. Das finde ich schon ganz, ganz okay. Materialien. Wir können Seile und Pfeile machen. Tools. Sperrhammer. Steinaxt. Fackel, also erstmal die wichtigsten Sachen. Rappen können wir Bogen und Speer machen, das ist okay. Wir können uns ein Zelt machen, wir können die Werkbank machen und den Ofen. Dafür brauchen wir Holzstamm, also größer. Pflanzenbeete, Haut trocknen, das ist auch alles gut. Wasser und ein Bett. Medizin können wir Verbände machen. Okay, da müssen wir Nägel herstellen. Und Defense. Ha, okay. Wir haben uns ein bisschen was abgeguckt von anderen Games. Night of the Death hat auch so Waffen, so Möglichkeiten. Und das sieht hier sehr danach aus, als ob man hier versucht, zwei Sachen einfach miteinander zu koppeln. So, jetzt komme ich nicht so einfach raus hier. Da muss ich Escape drücken. So, was ist hier mit dem Baum? Der macht viel Staub und fällt. Okay. Sehr gut, die können wir ins Inventar nehmen. Also die ganz dicken Bäume werden wir bestimmt nicht fällen können. Der Punkt, wo das Ganze hier genommen wird, ist noch ein bisschen schwerfällig. Ah, ist ja nicht so dramatisch. Denk mal, das sind Feinarbeiten, die später durchaus durchgeführt werden. Also man muss schon fast drüber stehen und so runtergucken. Aber das geht. So, dann lass uns mal ein bisschen sammeln hier. Ein wenig. Damit wir wenigstens ein Shelter machen können. Wir gehen aber wieder auf die andere Seite. Ich möchte. Das sieht aus. Das Flugzeug liegt hier, aber hier sieht es aus, als ob es eigentlich runtergekommen ist. Das sieht ja aus wie eine Straße, wenn man so will. Können wir das hier auch? Nein, das ist nur Deko. Steine geht auch mit der Axt. Staubt? Kommt da auch irgendetwas? Oder muss ich da wirklich. Nee, da muss ich eine Picke machen. Okay. Da müssen wir so eine Pick-Axt machen. Und wieder ein bisschen einsammeln. Ich weiß nicht, ob wir die erste Bude in der Nähe vom Zelt bauen. Die erste Bude in der Nähe vom Zelt. Die erste Bude irgendwo in der Nähe vom Wasser natürlich. Mein Gott. Das kommt davon, wenn man direkt nach der Arbeit eine Aufnahme macht. Ja, wir werden gucken. Hier liegt auch noch ein Koffer. Ist der mal weit gefallen? Hoffentlich ist da was Interessantes drin.
ein bisschen Wasser und wieder ein bisschen Material. Also wir haben keine Map. Er zeigt nur das Flugzeug jetzt nicht mehr an. Alles relativ gerade. Da hinten wird es ein bisschen hügelig. Vielleicht gehen wir einfach da hinten zum Hügel. Da ist auch der Fluss, oder? Fluss oder Straße? Fluss, ne? Nee. Straße. Hier ist eine Straße. Okay. Also Straßen sind ja schon mal nicht verkehrt. Straßen führen immer irgendwo hin. Hoffentlich ist da in der Nähe Wasser. Wir laufen mal. Wir haben noch keinen Verbrauch in dem Moment. Fehlt noch ein Bauer, ein Shelter. Verwendet ein Lagerfeuer um nachts. Ja, nachts ist aber scheiße. Nachts kommen die Viecher. Habe ich zumindest gehört, dass sie nachts kommen. Die sehen so ein bisschen vampirmäßig aus, wenn ich das richtig interpretiert habe. Okay, aber hier ist nichts. Wo führt diese Straße hin? Und gibt es in der Nähe Wasser? Ja, toll, hier macht es eine Abbiegung. Dann gehen wir mal einfach hier rüber. Also ich muss echt gucken, weil das Spiel ist ja wie gesagt neu. Was ist das hier? Das ist nur Erde. Das hätte auch ausgesehen, fast wie so ein Jagdunterstand, wenn man so möchte. So, gibt es irgendwo einen Place, wo wir uns sicher fühlen? Wo wir sagen, Tiere sehen wir noch nicht. Es wird auf jeden Fall ein Hunting-System geben. So viel konnte ich sehen bzw. lesen. Und natürlich die ganzen Early Access-Titel, gerade am Anfang, die tun sich halt sehr, sehr schwer. Ne? Das wissen wir alle. Vielleicht würde ich hier auf diesem Plateau eine Hütte errichten. Können wir hier so runter gucken? Wäre eine Möglichkeit, weil hier ist es ein bisschen. Da ist ein Reh. Okay. Lass uns mal gucken, ob wir noch woanders was finden. Auf jeden Fall haben wir schon mal das erste Tier, das erste Reh gefunden. Was ist da hinten? Ist das einfach nur ein Berg? Scheint nur ein Berg zu sein. Also interessant wäre, irgendwo wirklich Wasser zu finden, sag ich mal. Was brauchen wir denn für die erste? Wir brauchen Seile. So. Brauchen aber vier Seile, das heißt, wir müssen noch Pflanzenfasern holen. Okay, mal musst du mit Escape raus, mal geht es nicht mit Escape. Sehr interessant. Und noch ist es hier sehr, sehr ruhig. Ich denke mal, das wird ja nicht so im Spiel komplett bleiben. Das wird sich ja auch noch ändern. Was haben wir? 16:50 Uhr. Also wir haben noch ein bisschen Zeit rumzulaufen. Denke, wenn ich einen guten Ort gefunden habe, dann schalte ich wieder zu euch auf. So, es wird langsam nebelig. Ich würde sagen, den Shelter, also das einfache Zelt, machen wir einfach hier oben ein bisschen hin. Nebel deutet auf nichts Gutes hin. Das wissen wir aus allen anderen Spielen. Deswegen würde ich gern, ich brauche noch Pflanzenfasern, noch den Shelter schnell bauen. Von mir ist auch weiter unten, ist mir egal. Aber so, dass wir hier halt in Ruhe einen Punkt haben, wo wir speichern können. Es wird gerade dunkel. Dunkel ist nicht gut. Von mir aus bauen wir den auch echt hier unten. So, wie viel brauche ich noch? Ich kann den Shelter bauen. Okay.
Also das Problem, was wir auf jeden Fall haben werden, ist die Wassersuche. Ich finde hier sehr wenig Wasser bisher. So, Shelter interagieren. Wir speichern erstmal. So, und wir können bis zu 16 Stunden schlafen. Nö, das wollen wir jetzt erstmal nicht. Das wollen wir erstmal nicht. Weiß nicht, ob unsere Freunde gleich kommen. Ich glaube, sowas Großes hier können wir nicht kaputt machen. Nee. Okay, zeigt aber an, wo unser Shelter ist. Das ist schon mal gut. Sind also Sachen, die wir nicht fällen können. Oh, den schon. Okay. 19:30 Uhr. Es ist dunkel. Ich weiß nicht. Dieser Nebel ist schon ein bisschen unheimlich, finde ich, ne? Das, was wir aber an Problemen haben, ist wirklich die Wassersuche. Ich nehme mal Baummaterial mit hier. Da ist noch ein Koffer. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon geguckt habe. Lass mal schauen, ob da was drin ist. Da ist noch ein Feuerzeug drin. Da ist noch Wasser mit drin. Wenigstens ein ganz klein wenig. So, normalerweise müssten wir jetzt ein Lagerfeuer machen. Ich meine, wir sind hier oben auf dem Berg. Wir können so ein bisschen rüber gucken. Ob sich hier irgendwo was bewegt, ob sich hier irgendwo etwas spawnt. Oh, wir brauchen noch einen Stein. Dann könnten wir da was machen. Ja. Rappen. Wir machen mal einen Holzspeer. Ich habe zwar Messer, aber ich würde gerne auch den Holzspeer haben. Ist die Frage, wie verhält er sich? Okay, also wir können zustechen. Alles gut. Wir haben zur Not ein Messer, den wir ein bisschen was machen können. Können wir wieder auch die kleinen Pflanzen hier kaputt machen? Ja, mit zwei Schlägen kriegen wir die auch kaputt. Okay. Das würde gehen. So, ich brauche einen Stein. Ah, dieser Nebel, eklig. Ich glaube, wir gehen gleich trotzdem schlafen. Ja, komm, wir gehen schlafen. Dass wir im Hellen wieder weitermachen können. Einmal speichern und einmal schlafen. 11 Stunden, nee, ist ja kein Luxusurlaub hier, ne? 9 Stunden müsste reichen. So, was passiert? Man kann den Shelter auf jeden Fall häufiger nutzen. Ist immer noch dunkel. Dann gebe ich nochmal 3 Stunden. So, das sieht besser aus. Die Frage ist, wo kriegen wir später Wasser her? Wir haben zwar eine Möglichkeit, Wasser zu generieren, fällt mir gerade ein. Da war was, das müssen wir gleich mal ausprobieren. Was liegt da vorne? Rotes, auffälliges Obst, Gemüse. Ein Kürbis. Sehr schön. So, er zeigt mir immer an, wo der Shelter ist. Okay. Das ist gut. So, ich brauche einen Stein, habe ich gesagt. Fürs Lagerfeuer. Beziehungsweise, wir schauen mal, was für Tools können wir machen. Ein Steinhammer, dafür brauchen wir zweimal Seil. Wir sind fit. Wir müssten ein bisschen was trinken. Das können wir einmal. So, das haben wir mit Doppelklick dort erledigt. Könnte ich Karotte essen? Okay, aber Proteine müssen wir auch was. Karottensamen, sehr, sehr geil. Wir haben Karottensamen. Und das könnte uns natürlich auch irgendwo ein bisschen den Hintern retten. Steinerne. Okay, wir brauchen ein Seil für die Steinerne. Dann könnten wir nämlich auch Steine machen, Steine sammeln. Die würde ich dann jetzt einmal tauschen mit den. Ah, geht nicht. Messer hier rüber.
So, dann habe ich jetzt auf der 2 die Steinaxt, wenn du so willst. Damit sollten wir doch. Ah, geht. Wunderbar. Ah, können sogar noch ein bisschen mehr kaputt machen. Also er macht 3 Schläge und dann ist er ein bisschen müde. Also kriegen wir wunderbar Steine für oben. Und können dann dort schon mal ein Lagerfeuer machen. Lagerfeuer, Werkbank, das sind so jetzt die Aufgaben, die wir haben. Gegner haben wir noch nicht gesehen. Die Schatten. Effekte, die gefallen mir eigentlich überhaupt nicht irgendwie. Okay, vielleicht wird es noch ein bisschen korrigiert. Müssten wir mal schauen. So, wir haben gesagt, Placeable, wir brauchen ein Feuer. Hoppala, mit E bauen. So, dann können wir da was drauf tun mit dem Feuerzeug. Wir haben eins. Was ist hinter mir her? Was bist du? Feindkontakt! Ich dränge dich zurück! Zombie, nein, nicht Zombie. Vampirartiges Wesen. Okay. Ja, können wir den auseinandernehmen? Hört sich so an. Oh, eklig. Wir können ihn ein bisschen zerkloppen. Aber das ist auch alles. Kein Loot und nix. Schade. Der kam jetzt von der anderen Seite, ne? Der kam jetzt irgendwo daher. Ja, dann werden wir da auch demnächst mal hingehen müssen. Proteine brauchen wir. Ja, wie kriegen wir Proteine? Das ist eine Wasserflasche. Das ist Alkohol. Das sind Pillen. Energieriegel. Mal ein bisschen Kürbis. Okay. Ah, dadurch, dass wir gegessen haben, können wir es auch später anpflanzen. Sehr schön. Gut, ist eine logische Schlussfolgerung. Passt. Können wir machen. So, was haben wir denn hier noch? Weapons. Könnten wir später auch herstellen. Die Werkbank. Wir brauchen auf jeden Fall Seile. Heißt, wir sollten noch einiges an Pflanzenfasern holen. Aber da gibt es ja genug kleine Bäume. Das ist auch noch ein Kürbis, den nehmen wir uns noch mit. Gibt genug kleine Bäume, wo wir das Ganze handhaben können. Ich muss gestehen, ich habe schon schlechtere Early Access-Titel gespielt oder angespielt. Die Gegner. Je ich wollte gerade sagen, ist da wieder einer? Nein. Die Gegner an sich war jetzt keine große Herausforderung. Warum ist denn das so schnell weg? Ach so, nein. Das war ich schuld. Keine große Herausforderung bisher. Herausforderung wird vielleicht Wassersuche sein. Das kann durchaus sein, dass wir da nochmal dran müssen. Geh weg, du hässlicher Fratz. Oh, der greift aber schon ganz schön durch hier. Ich dachte, es ist kein Thema und trotzdem hat er mich gleich. Ja, okay. Gut, also doch unterschätzt, die Anzeige war nicht ganz so zu sehen. Letztes Mal beim Abspeichern. So, dauert wieder. Ich würde sagen, wir probieren es mal die Tage weiter zu spielen. Gucken mal, wo wir kommen. Schauen mal, ob wir Wasser kriegen. Schauen uns mal das Crafting-System an. Und dann schauen wir weiter. Der Ladepunkt funktioniert ja toll. Ah, da ist er. So, okay. Ich würde sagen, nachdem wir jetzt einmal gestorben sind, schauen wir uns später mal das Crafting-Menü an. Beziehungsweise schauen uns das Ganze mal an, was wir hier Housing machen können. Dafür brauchen wir ja Nägel, ich denke, brauchen dafür die Werkbank. Und die ganzen Sachen hier wird interessant. Das war jetzt ein kurzes angespielt
Und ich denke, wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielleicht machen wir wirklich ein kleines Let's Play. Es scheint ja ganz gut zu funktionieren, das Game. Also bis dann, euer Krausi.